damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgaddon. Und ich habe mich mal in letzter Zeit bemüht, den Kanal etwas professioneller zu gestalten, da jetzt allein schon die Thumbnails einfach nur so scheiße aussehen. Aber das jetzige Thumbnail, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Also ich finde es mega geil, denn ich habe jetzt eine App gefunden, womit man professionelle Thumbnails machen kann. Ja, das ist richtig geil und ja, ich habe auch im Hintergrund, wie man auch sieht, rechts wahrscheinlich im Bild eingefügt. Ich weiß auch nicht, ob ich es mache. Wenn ich es machen sollte, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Okay, in der heutigen Folge hatte ich geplant, mal wieder mit Go Wipe anzugreifen, da meine Golems auf Level 3 fertig geworden sind. Naja, das war auch schon, keine Ahnung, vor 4-5 Tagen der Fall. Ja, vor 4 Tagen, circa, vor 3-4 Tagen. Sorry, musste einen ganz kurzen Cut machen und damit will ich auch eine neue Kategorie so, also in den Kanal einfügen, und zwar Angriffsstrategien, verschiedene Angriffsstrategien. Ich weiß, ich habe schon mehrere gemacht, aber ich werde es jetzt nochmal ganz offiziell machen, dass ich diese Kategorie einfügen werde. Ja, sagen wir einfach Kategorie dazu. Und ich würde sagen, wir schauen auch mal davor ganz kurz jetzt mal in unseren Clan-Krieg rein. Ich weiß, das gehört zwar nicht dazu. Okay, wir haben noch 7 Sterne Vorsprung. Alter, großen Respekt an Kloten jetzt da. Ne, nicht spähen. Ich wollte mir die Verteidigung bzw. den Angriff angucken. Ich meine, ihr habt auch nichts dagegen, wenn man in so einem normalen Let's Play mal sowas reinpackt. Ich finde, es heißt dann auch nicht umsonst Let's Play Clash of Clans und nicht, ja. Okay, Go Wipe anscheinend hier. Alter. Irgendwann habe ich auch solche Truppen, das wird mega geil. Ich finde es immer noch geil, dass so einer in unserem Clan ist. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich kann euch ja gleich nochmal meinen Angriff zeigen. Ich glaube, so als Abwechslung tut es mal gut. Alter. Oh, der Freeze sitzt perfekt. 2 Inferno-Türme auf einmal ausgenockt. Okay, der saß nicht so gut, aber ist ja auch egal. Das Rathaus ist trotzdem gefallen, wie wir es vorhin gesehen haben. Richtig nice. Richtig nice. 2 Sterne wurden es auf jeden Fall. 59% stand da, ne? Okay. Der heroischste Fight ist auch von ihm. Wir können ja mal kurz meinen Angriff zeigen. Yo, es gab nochmal einen ganz kurzen Cut, denn meine Mutter ist wieder reingekommen. Sie ist inzwischen so ein Instagram-Suchti geworden und sie fragt andauernd nach, wie das auf Englisch heißt. Denn ja, sie will alles auf Englisch posten. Wieso? Keine Ahnung. Mein Angriff. Ich habe so ziemlich am Anfang angegriffen. Ich habe, glaube ich, ich zeige euch einfach den Balloonien-Angriff von mir. Okay, das war der erste. David Babbo 360 müsste hier irgendwo... Ne, 362, ne, da habe ich ein bisschen später angegriffen. Alter, wo ist denn mein Angriff? 2 Sterne. Jetzt muss ich Duo suchen, ne? Alter, ist mir jetzt auch egal. Wir gucken uns den jetzt hier einfach an. Hier, David Babbo 360, 100% hätte ich direkt so machen können. Ich habe mit Balloonion angegriffen. Ich wollte auch auf 3 Sterne gehen und habe es zum Glück auch hinbekommen, auch wenn es am Ende kein Overkill war, aber 3 Sterne sind 3 Sterne. Ich habe erstmal ordnungsgemäß die Clanburg rausgelockt und dann habe ich nochmal mit den Ballons da die Magier kaputt. Achso, die sind dadurch kaputt gegangen, dass... Nee. Die Ballons haben sozusagen ein bisschen getankt und dann die Bogenschützen und jetzt beginnt der echte Angriff. Wie gesagt, da vorhin, da mit den Ballons, da habe ich erstmal versucht, die eine Luftabwehr kaputt zu machen, da habe ich die zweite Luftabwehr kaputt gemacht. Das waren erstmal meine Anfangsziele für den Angriff. Ja, wir können ja mal vierfache Geschwindigkeit machen. So spektakulär war der Angriff nicht. Und es ist auch nicht die stärkste Level 9 Base. Aber ich war stolz darauf, denn ich bin nicht so geübt mit Balloonion. Aber es hat sehr gut geklappt. In den nächsten Folgen können wir ja auch mal mit Balloonion angreifen. Also das war auch der erste Test von den Level 5 Lakaien. Also die haben schon ordentlich reingehauen. Auf Level 6 kann ich die ja erst machen, wenn ich auf Rathaus Level 10 bin. Aber ja, wann grade ich ungefähr Rathaus Level 9 ab? Ich glaube, das dauert mindestens noch ein Jahr mit den ganzen Mauern und so. Okay, dann würde ich sagen, ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Hier haben wir einen Gegner. Ich bin nicht geübt in der Taktik, aber ich bin ganz optimistisch, dass wir hier einiges reißen können, auch wenn die X-Boss auf 3 sind. Egal. Das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen. Keine 100%, aber etwas. Hoffentlich hat er jetzt keine Clanburg. Ich habe gar nicht dran gedacht, irgendwie die Clanburg rauszulocken. Okay, wann setzen wir den ersten Wutzauber? Ich sollte, glaube ich, gleich setzen. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Den hätte ich viel früher setzen müssen. Ich hätte auch die Mauerbrecher den setzen müssen. Egal, die Packers stürmen ungefähr jetzt die Base.
Wir setzen einfach noch einen Wutzauber, okay, das wird gar kein guter Angriff. Die Golems sind schon lange down. Eventuell können wir noch in die Mitte, wenn wir jetzt den Sprungzauber setzen. Okay, die Packers haben sich dazu entschieden, jetzt die X-Bows platt zu machen. Und die Bogenschützenkönigin räumt von hinten auf, während die Packers gut tanken. Okay, wir setzen einfach nochmal einen Wutzauber. Kann ja nicht schaden, wenn wir 1000 Wutzauber setzen. Ich glaube, die setzen wir auch immer viel zu früh. Okay, wir können jetzt schon einen Barbarenkönig zünden. Da seine Lebensleiste unter der Hälfte war. Okay, es lebt nur noch ein Packer. Wegen dem Tesla da. Man merkt das wirklich, dass die Teslas riesen Damage an den Packers machen. Auch wenn die erst auf Level 6 sind. Ist es Level 6 oder 5? Ich glaube 6. Die Bogenschützenkönigin räumt hier schön auf von hinten. Eventuell können wir noch ein bisschen Loot rausholen. Das Dunkle haben wir auf jeden Fall bekommen. Das ist richtig. Ah, ich bin so ein Idiot. Ich hatte sogar noch Bogenschützen und setze sie nicht. Ach, ich setze sie jetzt einfach. Und den noch den einen Mauerbrecher aus Spaß. Los, Mauerbrecher. Ich weiß, du kannst es schaffen. Los, er läuft. Schafft das? Ah, leider nicht, ne? Ich glaube, ein Level 6 Mauerbrecher schafft das, oder? Ach ja, die Queen will auch Mauerbrecher sein. Eventuell gibt es ja ein Studium für Mauerbrecher. Wer weiß. Mal gucken, wie sie läuft. Bitte läuft sie nicht zur Luftabwehr. Ich hoffe, dass sie wirklich jetzt zum Goldlager... Na, ich sag nichts. Jetzt sieht man, wie die Königin gegrillt wird. Oh, schöne eine Riesenbombe. Die Riesenbombe hat sogar Damage gemacht, ne? Macht die Riesenbombe Damage, wenn die Königin unsichtbar ist? Würde mich mal interessieren. Egal. Die machen die Bogenschützen noch einen schönen Schaden. Läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Läuft auf jeden Fall. Okay, wir können auch beenden. Wie viel Loot haben wir rausgeholt? Ja, 102k Gold, 141k Elixier. Wir haben auf jeden Fall Verluste gemacht, aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ich meine, solche Spaßangriffe oder Üben für ein CW kann nicht schaden. Okay, der Excessive aus meinem Clan hat mich noch gebeten, einen kurzen Angriff von ihm zu zeigen. Das war schon richtig lol. Ich zeige euch auch, wieso er so lol war. Lol. Das ist ein behindertes Wort. Beziehungsweise eine Abkürzung. Hier ist auch schon der Angriff von Excessive. Ja, wie man sieht, hat er als erstes die Clanburg gesetzt, dann noch ein paar Bogenschützen hinterher. Habe ich auf zweifache Geschwindigkeit gedrückt. Ich habe den Angriff während meines Praktikums in der Sparkasse aufgenommen, nur ohne Ton. Das kommentiere ich gerade nach, denn hier hat er ein paar Heiler gesetzt. Die Heiler werden auch vom Heilzauber geheilt. Alter. Junge, habe ich das wusste ich gar nicht. Aber Wutzauber funktioniert nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das wäre aber geil. Jetzt gleich passiert es, es lebt nur noch ein Magier. Der Magier, der da jetzt ist, der überlebt. Aber das ist richtig hardcore. Guckt euch an, wie lange er überlebt. Die Heiler heilen ihn einfach nur zu geil, ey. Das ist richtig heavy, wie lange er überlebt. Dann ist das Rathaus noch gefallen. Upsi, Push-Up-Benachrichtigung. Oh, das war im Video. Hihi, okay. Ja, 59% der Loot war nicht geil, aber das Geile war halt, wie lange der Magier überlebt hat. Okay, wir können noch ein bisschen zur Entwicklung meines Dorfes kommen. Gestern habe ich ein bisschen geboostet am Abend. Tja, ich habe den allerersten Bogenschützenturm auf 11 gestartet. Auf 11 sieht der schon richtig geil aus. Wir können uns mal ganz kurz angucken, wie er da aussieht. So schwarz. Und 10 Damage plus. Richtig geil. Und dann ist noch eine Luftabwehr fertig geworden. Ich weiß nicht, ob es schon im letzten Video war. Ich glaube aber nicht. Und dann habe ich noch eine Kaserne gestartet, dann ist das die allerletzte Kaserne, die ich endlich upgraden muss. Ah, richtig geil, dann kann ich mich mal demnächst um Lavahorn kümmern. Dann kann ich den ja mal für Lavalunion, Lavalunion benutzen. Jo, meine Clanburg ist in 3 Tagen und 20 Stunden fertig, das wird dann richtig geil in den CWs. Dann kann ich endlich einen Golem reinbekommen, dann habe ich schon 3 Golems zum Tanken, das wird so richtig geil. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.